Ja, ich begrüße Sie natürlich auch ganz, ganz herzlich zu meinem Vortrag über die Materialität in der Fotografie, Wissenschaft und Ästhetik. Dieser Satz löst sich ganz zum Schluss dann doch nochmal auf. Ich möchte Ihnen einen Überblick geben über Materialität in der Fotografie. Materialität, wenn wir uns alle Materialien angucken würden, die es in der Fotografie gibt, dann könnten wir da wahrscheinlich einen ganzen Kurs, einen Wochenkurs oder noch länger draus machen. Es werden also nur so kleine Stichpunkte sein. Was ich eben ganz wichtig finde, ist, dass ich Ihnen nochmal die Grundlagen sozusagen nahebringe und von diesen Grundlagen dann weitergehe, welchen Einfluss die Materialität eben auch auf die fotografische Ästhetik hat, auf die einzelnen Bilder. Wir gehen erstmal ein bisschen zurück in der Zeit, 1888. Sie kennen wahrscheinlich alle diesen Spruch: You press the button, we do the rest. Eine Werbekampagne 1888 von der Firma Kodak um die Kamera, die Boxkamera, die legendäre Kodak Number One einzuführen. Eine kleine handliche Kamera, mit der eben tatsächlich es ganz vielen Menschen ermöglicht werden konnte zu fotografieren, im Gegensatz zu der Studiofotografie, die es vorher gegeben hat. Natürlich zu der Zeit auch noch, wo es aber immer eben ein Hingehen zum Fotografen war und dann mit dieser Kamera und später dann natürlich mit all den kleinen Kameras, die es dann gab, nur jetzt in dem Zusammenhang auch nochmal die Leica natürlich erwähnt, 1929, die natürlich einmal das Format total verändert haben und dann natürlich aber auch die Art und Weise des Fotografierens komplett verändert haben. Aber das soll ja gar nicht Thema sein. Wir kümmern uns heute um den Rest, nämlich das Material, was verwendet wird für diese Fotografien. Und da gibt es natürlich auch nochmal Unterscheidungen. Wir haben hier ein wunderbares Selbstporträt von Robert Cornelius, eine Daguerreotypie, also eine ganz, ganz frühe Aufnahme auf einer versilberten Kupferplatte. Und das weist uns schon den Weg zu einer Materialität, die wir in der Fotografie haben. Die Grundlage für alle unsere Fotografien, für alle fotografischen Verfahren ist eben diese stoffliche Veränderung bei der Bildaufzeichnung. Entweder eine chemische oder eine physikalische. Und wir bleiben hier jetzt noch mal ein bisschen bei der chemischen Veränderung. Und in diesem Fall sind Material und Prozess überhaupt nicht voneinander zu trennen. Es ist eine Einheit, sie sind untrennbar verbunden sozusagen. Also das, was aufgezeichnet wird, das ist in diesem Material eingeschrieben und kann, ja, und es bildet dann letztlich ja auch das Objekt, zum Beispiel dieses Objekt, was Sie hier auf der Folie sehen können. Was macht eine Fotografie aus oder was brauchen wir überhaupt für eine Fotografie? Dazu fallen mir immer so verschiedene Werbeslogans auch wieder ein. Es gibt diesen schönen, den kennen Sie vielleicht auch alle noch, nimm zwei. Also wir nehmen drei. Wir brauchen drei Dinge in der Regel. Mit zweien kommen wir auch schon weiter. Das Wichtigste ist das Silbersalz. Silber und Salz, Silbersalz. Also Silberhalogenide, eine stoffliche Verbindung aus Silber und entsprechenden drei Salzen, die zusammen eben die Lichtempfindlichkeit ausmachen, Silberchlorid, Silberbromid und Silberjodid. Und alle diese drei Verbindungen werden in der Fotografie verwendet. Und diese Materialien, es gibt natürlich noch ganz viele andere Materialien, die auch lichtempfindlich sind, aber diese drei sind mal die Hauptbestandteile von vielen, vielen Fotografien. Und
Dieses Silbersalz oder die Silberhalogenide dienen also sozusagen als Sensor, die nicht nur das Licht aufnehmen können oder die Veränderung des Lichtes aufnehmen können, sondern auch speichern können. Also in diesem Falle ist das Silbersalz gleichzeitig der Sensor und auch der Bildspeicher. Und es wird in dem Moment ein materielles Objekt erzeugt, nämlich das Negativ bei der Aufnahme. Jetzt wissen Sie ja wahrscheinlich, denke ich mal alle, wie Fotografie funktioniert. Sie belichten dieses Silbersalz, was auf irgendeinen Träger aufgebracht ist. Wenn die Belichtung abgeschlossen ist, dann ist dieses latente Bild da drin entstanden. Wenn Sie jetzt aber den Film oder was auch immer Sie haben, wieder ans Licht bringen würden, dann schwärzt sich ja alles weiter. Also dieses Silbersalz ist einfach lichtempfindlich. Das hört nicht auf, sich zu verändern. Und das ist der zweite Bestandteil, den wir unbedingt bei der Fotografie brauchen. Ein Stoff, der tatsächlich aufhört, diese Belichtung stoppt. Und das ist seit langer, langer Zeit, seit 1843, das Natriumthiosulfat. Und dieses Natriumthiosulfat kennen Sie wahrscheinlich auch als Fixierbad oder der englische Begriff Hypo ist eben auch wird häufig verwendet. Dieses Fixierbad, dieses Natriumthiosulfat, das bildet mit diesen nicht belichteten Silbersalzen, die noch in einer Fotografie drin sind nach der Belichtung, chemische Komplexe und kann dann in diesem Entwicklungsprozess und in dem Verarbeitungsprozess rausgewaschen werden, sodass Sie wirklich in der Fotografie nur noch das metallische Silber drin haben. In der Farbfotografie haben Sie natürlich die Farbstoffe und kein metallisches Silber mehr drin. Da komme ich gleich nachher nochmal dazu. Sie können sich vielleicht vorstellen, Sie haben vielleicht alle schon mal Fotografien in der Hand gehalten, nehme ich an, analoge Fotografien. Im Moment sind wir noch nur bei analogen Fotografien, also etwas, was man wirklich auch in die Hand nehmen kann. Und dazu fällt mir immer ein, wenn ich mir so diesen Aufbau von den Fotografien vorstelle, das ist für mich immer ein Sandwich. Also dieses Sandwich der Fotografie ist natürlich nicht ganz so aufwendig wie hier links in dem Bild. Es gibt ein paar weniger Schichten, das sehen Sie auf der rechten Seite. Sie haben also ein geartetes Trägermaterial. Es kann ein Metall sein, es kann ein Glas sein, es kann ein Papier sein, ein Kunststoff. Es könnte auch ein Stoff sein beispielsweise. Das habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, weil das jetzt nicht so häufig vorkommt. Dann haben Fotografien ganz häufig, nicht zwangsläufig, aber häufig, vor allen Dingen positive, eben diese sogenannte Barytschicht. Eine Schicht, die aus Gelatine besteht und aus einem Weißpigment Bariumsulfat. Und diese Schicht, die deckt das Papier komplett ab und macht es ganz, ganz glatt und ganz gleichmäßig, sodass man dann eben anschließend diese Schicht hier oben, die lichtempfindliche Schicht, auftragen kann und eine ganz glatte, wunderbare Oberfläche hat. Und nur diese lichtempfindliche Schicht beinhaltet eben die Silbersalzpartikel, die so winzig klein sind, dass wir die mit bloßem Auge natürlich überhaupt nicht erkennen können. Erst bei einer 50.000-fachen Vergrößerung kann man tatsächlich solche kleinen Partikelchen in der Schicht erkennen. Und diese Schicht, diese lichtempfindliche Schicht, die kann aus Gelatine bestehen. Das ist dann nicht der lichtempfindliche Bestandteil, sondern das sogenannte Bindemittel. Es gibt auch andere Bindemittel. Hühnereiweiß wurde verwendet als Bindemittel. Gummi arabicum kann man als Bindemittel verwenden und. Also all diese Materialien, die transparent auch sind, die aber die Eigenart haben, diese kleinen Silbersalzpartikelchen festzuhalten, um sie dann auf dem Trägermaterial zu stabilisieren. Das sind im Prinzip das Silbersalz oder die Silbersalze
und das Fixiermittel, also das Natriumthiosulfat. Das sind im Prinzip die wichtigsten Bestandteile, die wir für eine Fotografie brauchen. Sie können mit diesen beiden Bestandteilen im Prinzip Fotografien herstellen, Fotogramme, also kameralose Fotografie. In der Regel hat man natürlich trotzdem noch eine Kamera dabei und dieses hier ist ein Bild von einem Nachbau von der Daguerre-Kamera. Also der Daguerre, einer der ersten, der sich mit Fotografie eben beschäftigt hat. Und das ist ja für Kamera, als Kamera ist es ein ganz einfaches Gerät, ganz ähnlich wie eine Kamera Obscura. Die Kamera Obscura hat kein Objektiv. In diesem Falle haben wir ein Objektiv. Das ist dieses hier. Aber wir haben nicht mal einen Verschluss, sondern nur dieses kleine Plättchen hier, was man vor die Optik davor schieben kann, wenn es nicht belichtet werden soll oder eben wegnimmt, wenn die Belichtung erfolgen soll. Dann besteht das ganze Ding aus zwei Kisten, die ineinander geschoben werden. Und damit kann man auf der Mattscheibe, die Sie hier hinten sehen, na, wo ist sie? Hier. Damit kann man die Schärfe einstellen. Also ein extrem einfaches Prinzip. Und auf dieser Mattscheibe, die hier hinten zu sehen ist, da können Sie die Schärfe dann einstellen. Sie können den Bildausschnitt festhalten. Und sobald das alles erledigt ist, kann dort dann das lichtempfindliche Material reingegeben werden. Und der Daguerre hat ja versilberte Kupferplatten verwendet. Und das wäre jetzt beispielsweise diese Aufnahme, die kennen Sie wahrscheinlich auch alle, ganz dick, eine wichtige Aufnahme in der Fotogeschichte wegen der Menschen, die hier unten dargestellt sind, was für diese frühe Zeit, 1838 ist die Aufnahme entstanden, eine absolute Seltenheit war, weil ja die Belichtungszeiten so extrem lange waren, dass man Menschen eigentlich überhaupt nicht abbilden konnte. Und die Besonderheit liegt eben darin, dass die beiden da offensichtlich so stillgehalten haben, der Schuhputzer und sein Kunde, dass man sie tatsächlich abbilden konnte. Und diese langen Belichtungszeiten sind ja auch der Grund dafür, dass man die ganzen frühen Aufnahmen, dass sie alle so menschenleer sind, die frühen Architektur- und Stadtaufnahmen, weil man eben die Bewegung der Menschen oder die Menschen, die sich bewegt haben, gar nicht festhalten konnte, weil die Belichtungszeit viel, viel länger war. Und ja, diese versilberte Kupferplatte, ist natürlich nicht von Haus aus lichtempfindlich. Die muss erst lichtempfindlich gemacht werden. Und das war alles damals natürlich Handarbeit. Man konnte nicht in den Laden gehen und das fertige lichtempfindliche Material kaufen. Diese Platten mussten mit Joddämpfen behandelt werden. Und dann bildete sich auf der Oberfläche eine ganz feine Schicht von Silberjodid. Und das ist wieder unser lichtempfindliches Material. Und dann konnte diese Platte eben in die Kamera gesetzt werden zum Belichten und wurde dann über Quecksilberdämpfen entwickelt. Und dabei ist dann ein sogenanntes Quecksilberamalgam entstanden, was quasi das Bild ausmacht. Und das Besondere bei diesen Daguerreotypien ist eben, dass wir es hier mit Unikaten zu tun haben. Also das, was wir in der Kamera aufnehmen, das Negativ, das wirkt einmal negativ, einmal positiv, je nachdem, in welchem Lichtwinkel Sie sich das anschauen. Ich habe für später, wenn noch ein bisschen Zeit ist, ich habe zwei Daguerreotypien mitgebracht. Da können Sie sich das auch noch mal anschauen, wie diese Wirkung tatsächlich ist. Also es sind Unikate. Dieses Verfahren ist ein Unikatverfahren. Es gibt nur dieses eine Objekt von dieser einen Aufnahme. Das andere Verfahren, was ja heute viel, viel üblicher ist, das ist das Verfahren, dass wir erst ein Negativ herstellen und von dem Negativ dann so viele Abzüge machen können, wie wir brauchen. Also dieses hier ein sehr, sehr spezielles Verfahren und sozusagen der Beginn der Fotografie.
Im Vorfeld zu dem Vortrag habe ich mich mit Erwin Olaf über seine Fotografien und vor allen Dingen über seine Materialien unterhalten. Und das war wahnsinnig spannend. Er hat mir berichtet, dass er ja aus der Pressefotografie, aus dem Fotojournalismus kommt und dass er da natürlich immer mit Materialien zu tun hatte, mit Fotomaterialien, die ein möglichst schnelles Bild ergeben müssen. Und da sind wir dann nochmal wieder bei der Belichtungszeit. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen Materialien, die sehr lichtempfindlich sind. Und das wäre jetzt hier auf der rechten Seite diese Materialien, diese ISO 400, das ist eben die Angabe für die Lichtempfindlichkeit von fotografischen Materialien. Man hat hier große Silberhalogenidkörner, große lichtempfindliche Teilchen und die führen dazu, dass sie zwar sehr lichtempfindlich sind, weil sie sehr viel Licht aufnehmen können, auch wegen der Größe, führt aber auch dazu, dass sie eine extremkörnige Abbildung kriegen. Wenn Sie jetzt ganz kleine Partikelchen haben, dann haben Sie eine viel, viel feinere Abbildung, eine viel glattere Oberfläche, mit der man natürlich Materialität ganz anders darstellen kann, als wenn man da so was Körniges hat. Aber für die Pressefotografie, weil man da natürlich keine Lichtverhältnisse beeinflussen kann, die Zeit nicht unbedingt beeinflussen kann, braucht man also irgendwas, was wirklich schnell geht und wo man den entscheidenden Moment festhalten kann. Und Erwin Olaf hat mir eben davon berichtet, dass er zuerst mit dieser Art von Fotografie quasi in Berührung kam und dann zur Studiofotografie übergewechselt ist und dann ganz anders fotografieren konnte, mit größeren Kameras. Er konnte das Licht ganz anders setzen und er konnte damit diese Beschaffenheit der Haut beispielsweise oder die Modulation des Körpers ganz anders darstellen. Und das war für ihn eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Wie unterschiedlich man mit fotografischen Materialien eben auch tatsächlich arbeiten kann. Jetzt haben wir uns mit der Lichtempfindlichkeit, mit der gesamten Lichtempfindlichkeit beschäftigt von diesen fotografischen Materialien, von Silberhalogeniden vor allen Dingen, von Silbersalzen. Und jetzt müssen wir uns aber auch nochmal die spektrale Empfindlichkeit angucken. Das ist ein zentrales Thema auch in der ganzen Fotografieentwicklung. Was ich hier mitgebracht habe, ist nochmal das ganze Spektrum der elektromagnetischen Strahlung. Und es fängt hier eben mit einer ganz kurzwelligen Strahlung mit der radioaktiven Strahlung an. Dann haben wir hier die Röntgenstrahlung, die UV-Strahlung. Und nur dieser kleine Teil hier ist das sichtbare Licht, was wir sehen können. Und dann geht es eben mit der Infrarot-, mit der Wärmestrahlung weiter. Und dann sind wir bei den Radiowellen. Und wir Menschen haben natürlich das Bestreben, alles so abzubilden, wie wir das selber sehen. Und das konnte das fotografische Material aber am Anfang überhaupt nicht bedienen, diese Vorstellung. Denn das fotografische Material, die Silberhalogenide, die sind nur für diesen kurzen blauen Bereich hier empfindlich. Und das hat dann natürlich entscheidende Auswirkungen auf die Qualität der Abbildungen. Das heißt, wenn Sie also ein Motiv haben, wo Sie blaue Töne drin haben, wo Sie rote Töne drin haben, dann kann das Fotomaterial von dem blauen Licht belichtet werden. Es findet eben tatsächlich diese stoffliche Veränderung statt. Wenn das rote Licht aber auftrifft, dann passiert überhaupt nichts auf diesem Fotomaterial. Das heißt, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben im 19. Jahrhundert eine Reproduktion eines Gemäldes gemacht, dann haben Sie die Farben des Gemäldes nicht richtig wiedergeben können. Wir reden ja noch gar nicht von Farbe, wir reden nur von der Umsetzung der Farbfotografie oder den Farben in die richtigen Grauwerte. Also das hat nicht funktioniert und das sehen Sie hier nochmal. In der untersten Reihe sehen Sie einen Farbfilm, so wie wir das kennen, mit
ja, mit den einzelnen Farben. Und wenn Sie sich jetzt das obere Bild nochmal anschauen, dann sehen Sie hier, dass zum Beispiel Schwarz und Rot und auch Gelb fast in den gleichen Grautönen wiedergegeben werden. Wenn man sich das aber heutzutage angucken würde, dann ist ein Gelb natürlich, hat eine ganz andere Helligkeit als ein Rot beispielsweise. Und der Film damals oder das Aufnahmematerial, Film war es noch nicht, war Papier oder Glas, konnte diese Unterschiede nicht wiedergeben. Das hat weitreichende Folgen für die Bearbeitung von Negativen gehabt. Wenn Sie sich vorstellen, bei der Porträtfotografie wurden Menschen fotografiert, die vielleicht ganz viele Sommersprossen haben. Diese Sommersprossen, die haben einen rötlichen Farbton, einen rötlich-bräunlichen Farbton. Und jetzt müssen wir mal um drei Ecken denken. Sie haben das Negativ. Sie haben eben ein Porträt, was Sie machen möchten, mit einem, sagen wir mal, blauen Anzug, rote Haare, rote Sommersprossen oder rötlich-bräunliche Sommersprossen. Dann wird auf dem Aufnahmematerial, wird von der blauen Kleidung, wird diese Strahlung auf das Filmmaterial übertragen und ruft da eben die Veränderung hervor. Von der roten Strahlung passiert gar nichts. Das Negativ wird nicht belichtet, es bleibt weiß. Wenn Sie das Ganze jetzt wieder umdrehen in das Positiv, dann haben Sie da, wo das Negativ weiß ist, ein reines Schwarz und da, wo es belichtet ist, entweder eine Tonabstufung oder ein reines Weiß. Mit anderen Worten, die Sommersprossen kommen, wie hier auf dem linken Bild zu sehen, als ganz dunkle schwarze Flecken zum Vorschein, was natürlich kein Mensch haben will. So will ja keiner auf einem schönen Porträt aussehen. Das heißt, Sie müssen also hier tatsächlich mit einer Retusche, einer manuellen Retusche auf dem Negativ, diese weißen Punkte, die auf dem Negativ sind, der Umgebung anpassen, um dann so einen ganz glatten Hautton hervorzurufen, wie das hier der Fall ist. Also diese Anleitung zur fotografischen Retusche wurde 1913 veröffentlicht. Also auch da gab es tatsächlich immer noch dieses Problem, dass man das fotografische Material quasi nacharbeiten musste. Man musste die Unzulänglichkeit des fotografischen Materials ausgleichen. Und erst 1873 hatte ein deutscher Chemiker, der Hermann Wilhelm Vogel, Stoffe gefunden, die er diesen Silbersalzen beimischen konnte, damit die Farbwiedergabe eine modifizierte wurde. Und erst Anfang des 20. Jahrhunderts, 1904, hat man dann tatsächlich auch noch sogenannte Sensibilisatorfarbstoffe gefunden, dass man das ganze sichtbare Spektrum wirklich tonwertrichtig wiedergeben konnte. Und erst dann konnte sich auch die Farbfotografie weiterentwickeln. Bleiben wir aber noch mal kurz bei der Bildbearbeitung. Noch ein Beispiel für eine ganz frühe Fotomontage von 1857, Gustav Le Gray, Die große Welle. Und auch dieses Foto ist manipuliert, wenn man so will. Es besteht nämlich aus zwei Teilen, aus dem oberen Teil, aus dem Himmel und aus dem unteren Teil, weil man auch hier nicht so belichten konnte, dass man den Himmel und die Wellen gleichzeitig wirklich gut durchgezeichnet, gut fotografiert, mit allen Feinheiten aufzeichnen konnte, weil das fotografische Material eben diese Verschiebung von dieser spektralen Empfindlichkeit hatte. Also ein ganz frühes Beispiel, wie damals schon Fotomontage gemacht wurde. Es wurde ein Negativ für den Himmel angefertigt und eins für die Wellen. Und dann wurden beide Negative zusammen auf ein Fotopapier kopiert. Und ja, dann machen wir den Sprung zur digitalen Bildbearbeitung, die Erwin Olaf ja auch benutzt hat. Hier haben Sie in der Ausstellung wahrscheinlich alle schon gesehen, der Mercedes-Stern, der hier
ja doch durchaus gekonnt in den Oberarm eingearbeitet ist mit diesen hier noch mit dieser kleinen Helligkeit hier und diesen Reflexen auf dem Blut. Also gut, wir wissen, dass es nicht echt ist, aber es sieht ja schon ziemlich gut aus. Und viele Begriffe, die man ja bei der digitalen Bildbearbeitung verwendet oder in den Programmen verwendet, bei Photoshop oder so, die kommen eben genau auch aus dieser ganzen manuellen Retusche, Freistellen zum Beispiel. All diese Dinge hat es natürlich in der manuellen, in der analogen Fotografie ganz genauso gegeben. Ja, dann haben wir weitergesprochen, der Erwin Olaf und ich, und er hat mir von seinen ersten Dunkelkammer-Erfahrungen erzählt und von diesem Magic Moment in der Dunkelkammer, wenn das Foto das erste Mal eben in der Schale sichtbar wird, wenn dieses latente Bild auftaucht in der Schale. Und wenn man weiß, man hat ganz lange hingearbeitet, man hat Probestreifen gemacht, man hat ausprobiert, wie lange muss ich belichten. Vielleicht hat man auch noch auch hier wieder eingegriffen in den Vergrößerungsprozess, indem man bestimmte Bereiche kürzer belichtet hat, die anderen Bereiche vielleicht ein bisschen länger belichtet hat, Stichwort abwedeln, wo man einfach so ein bisschen in den Strahlengang reingeht, um das Licht ein bisschen zu minimieren. Und dann entsteht in dieser Schale diese Fotografie und man sieht, es ist der richtige Ausschnitt, es sind die richtigen Tonwerte, es ist das Foto so, wie ich mir das vorgestellt habe, so wie es werden sollte. Und ich konnte das so gut nachvollziehen, als wir darüber geredet haben, weil ich natürlich auch jahrelang selber vergrößert habe. Und ich habe sofort genau gewusst, was er gemeint hat. Es ist wirklich ein Magic Moment, wie er sich ausdrückte. Und dann hat Erwin Olaf mir auch erzählt, mit welchen Papieren er gearbeitet hat. Und zwar mit diesem Rekord-Rapid-Papier. Das ist sein Lieblingspapier, eben ein Schwarz-Weiß-Papier, ein Silber-Gelatine-Papier. Und ich als Restauratorin finde ich es natürlich immer ganz großartig, Musterbücher zu haben von historischen Fotografien oder von Fotografien, die es oder von Fotomaterialien, die es nicht mehr gibt. Und das ist eben so ein aus einem Musterbuch. Es liegt auch da vorne, habe ich Ihnen mitgebracht. Sie können selber nochmal sich dieses Rekord-Rapid-Papier anschauen. Es hat einen sogenannten warm-schwarzen Bildton. Es gibt natürlich auch noch einen blau-schwarzen oder kalt-schwarzen Bildton. Das hängt davon ab, welche Silberhalogenide, welche Silbersalze für diese Papiere verwendet werden. Und in diesem Fall ist es ein Chlorbromsilber. Wenn man jetzt ein eher schwarzes oder ein neutral schwarzes oder kaltschwarzes Silberbild haben wollte, dann müsste man ein reines Brom-Silberpapier nehmen. Also man kann da noch ein bisschen mit dem Farbton des Bildes spielen. Man kann auch noch mit Entwicklern noch ein bisschen da den Ton verändern, indem die Entwickler eben verschiedene Zusätze auch haben. Und ja, also dieses Papier, dieser Farbton des Papiers spielt natürlich auch eine Rolle bei der Auswahl für bestimmte Motive. Also man würde sicherlich keinen warmen schwarzen Ton nehmen oder ein ganz warmes Papier für vielleicht eine Architekturaufnahme. Man würde das aber dann vielleicht eher für beispielsweise ein Stillleben oder so hernehmen. Und da kommen wir aber auch dann schon gleich zu der nächsten Frage. Was macht eine Fotografie noch aus oder womit kann man auch auf den Inhalt Einfluss nehmen? Und das ist dann natürlich die Oberfläche des Materials. Welche Oberfläche für welches Motiv? Das ist natürlich auch eine interessante Frage. Und da gibt es sowohl in Amateurbüchern wie auch in Fotobüchern allgemein genaue Anleitungen, was man nehmen sollte oder könnte. Im Handbuch der Aqua-Fotopapiere von 1955 findet man also folgende Angaben: weiß glänzendes Papier für feinste Detailwiedergabe, für Architekturen, für Möbel, für Plastiken. Das wäre jetzt diese
Oberfläche, die hier oben zu sehen ist. Dann diese matte Oberfläche, das ist die in der Mitte, die entsteht dadurch, dass der Gelatine kleine Stärkepartikelchen, Stärkekörnchen mit eingearbeitet werden. Und diese Stärkekörnchen, die haben die Eigenart, dass sie das Licht natürlich ganz anders streuen, als wenn sie da so eine ganz hochglänzende Oberfläche nur von der Gelatine haben. Und dadurch gibt es eben dieses matte Aussehen. Und diese matte Variante, die schreibt eben das Handbuch für Landschaftsaufnahmen oder Porträtfotografien. Und dann haben wir hier unten noch diese ganz besondere Struktur, den sogenannten Seidenraster. Das fühlen Sie auch und das sehen Sie auch, wenn Sie sich im Gegenlicht Fotografien anschauen. Dieser Seidenraster, der wird sehr gerne für Porträtaufnahmen auch verwendet, weil dieses Muster, was da eingeprägt ist, das wirkt sozusagen wie so ein Weichzeichner für die Aufnahme bei Porträts, dass man also eine ganz, ganz geschmeidige Haut hat, dass da keine irgendwie Unregelmäßigkeiten auftreten, sondern dieser Seidenraster, der macht das, ja, die Haut so ganz, ganz, ganz weich. Natürlich spielt das Format eine ganz große Rolle. Und bei dem Format sind wir aber auch wieder natürlich an das Material gebunden. Und Fotografien, also analoge Fotografien, kann man eben nur in einer ganz bestimmten Größe herstellen, weil das Papier, weil man den Papierträger nicht größer herstellen kann. Und da liegt die Rollenbreite von fotografischen Materialien bei ja, ungefähr 2 Metern. Und hinzu kommt dann natürlich, dass auch die Verarbeitung nicht unendlich fortgeführt werden kann. Also in der Regel, Entwicklungsmaschinen können dann zwar diese Rollenbreite verarbeiten, aber dann vielleicht nur einen Bereich von 3 Metern Länge. Und damit ist man natürlich dann in der Größe sehr beschränkt. Wenn man größere Fotografien machen will mit einem analogen Material, also was tatsächlich belichtet wird, einem chemischen Verarbeitungsprozess unterworfen ist, dann muss man mehrere Teile aneinandersetzen. Und auch da muss man dann wieder retuschieren, eben diese Nähte retuschieren, entweder die so auf Stoß angesetzt werden oder die auch übereinander gesetzt werden, dann nimmt man unten von dem Fotopapier so ein bisschen weg, dass es so einen ganz glatten Übergang gibt und dann wird die Kante eben auch retuschiert. Das alles ist mit digitaler Fotografie anders geworden. Da kann man, gibt es inzwischen Drucker bis zu 12 Meter Breite. Also da können Sie richtig riesengroße Formate herstellen. Formate ist die eine Geschichte und natürlich die andere Sache ist auch noch, auch da nochmal wieder nicht nur die Oberfläche des Fotopapiers, sondern auch die Weiterverarbeitung von Fotomaterialien. Wie stellen Sie das her, dass Sie diese Riesenformate, die Sie ja hier auch schon gesehen haben in dem großen Raum, wie kriegt man das hin, dass man eine absolute plane Oberfläche hat? Wenn Sie normales Fotopapier haben, dann hat es seine Wellung, dann ist es einfach vom Material her ganz unterschiedlich. Es hat so ein, ja, entweder wenn es ein richtiges Papier ist, dann hat es Wellen, dann biegt es sich durch, je nachdem auch wie es getrocknet wurde. Wenn Sie ein Fotopapier haben, was nochmal eine Kunststoffbeschichtung aufweist, dann ist es glatter, aber in dieser Größe wirklich ganz planes Fotopapier hinzubringen, ist natürlich extrem schwierig. Und da setzt dann die Nachbearbeitung ein von diesen Papieren. Die werden dann auf der einen Seite, auf der Rückseite auf ein Alublech aufgezogen und auf der Vorderseite wird nochmal eine Acrylglasscheibe, eine Plexiglasscheibe draufgeklebt. Ein spezielles Verfahren, bekannt unter dem Namen Diasec, was eigentlich eine
ja auch eine geschützte Bezeichnung ist und die bessere Bezeichnung wäre wahrscheinlich Face Mounting. Also ich finde gar keinen deutschen Begriff dafür, aber das ist einfach ein verbreiteter Begriff, dass diese Fotografien, die von der Vorderseite nochmal kaschiert sind, als face-mounted bezeichnet werden. Und damit kann man natürlich ganz, ganz große Fotografien ganz plan herstellen und an die Wand bringen. Was ich bei diesen Aufnahmen hier ganz besonders finde, die haben eine hochglänzende Oberfläche, eben diese Plexiglas, die Acrylglas-Oberfläche. Und sie sind nicht gerahmt und für mich machen sie so einen Eindruck, als ob das wie so ein Blick in so ein Fenster ist. Und es ist aber auch so unnahbar durch diese unglaublich glatte Oberfläche. Man kommt nicht wirklich an die Fotografie dran. Es bleibt immer so ein Abstand irgendwie zwischen dem Betrachtenden und der Fotografie selber. Was natürlich gewollt ist, selbstverständlich. Und Erwin Olaf hat dazu aber auch nochmal erzählt, dass eben dieses Diasec-Verfahren so Anfang der 2000er Jahre wahnsinnig oft verwendet wurde. Das ist auch immer eine Frage des Zeitgeistes. Also, ja, genau. Und das Thema Bilderschilder ist natürlich auch noch mal ganz interessant. Und es ist insofern interessant, als dass es uns in der Regel nicht nur zu dem Inhalt Auskunft gibt, sondern in der Regel ja auch zu der Technik, die verwendet wurde. Und da möchte ich Ihnen noch mal drei Techniken vorstellen, die Erwin Olaf eben in seiner Ausstellung verwendet hat. Und dieses hier, das ist der klassische Silber-Gelatine-Abzug. Im Übrigen, die ganze Serie Chessman ist auf eben diesem Rekord-Rapid-Papier hergestellt. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite nochmal einen Querschnitt, einen Dünnschnitt von diesen fotografischen Materialien. Und dieses, was hier so wolkig, farbig aussieht, das ist der Papierträger. Das ist nur der Papierträger. Und dann hier oben dieses, was hier so weiß daher scheint, das ist die sogenannte Barittschicht, die hatten wir ja schon mal, den Papierträger, die Papierfasern also komplett abdeckt und diese schöne glatte Oberfläche herstellt. Und nur dieser kleine Bereich, dieser dunkle Bereich, den Sie da oben sehen, das ist die lichtempfindliche Schicht, die Gelatine mit dem Bildsilber. Genau, also wenn Sie sich jetzt dieses Foto so von der Seite angucken würden, dann ist das eben genau dieser Durchschnitt. Ganz klassisches Fotopapier, was man entweder analog vergrößern kann, das heißt im Vergrößerungsgerät flächig belichten kann mit einem Negativ oder inzwischen natürlich auch digital belichten kann. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich denke, Erwin Olaf hat viele frühe Arbeiten sind eben tatsächlich diese Schwarz-Weiß-Arbeiten. Es fehlt natürlich nicht die ganzen C-Prints. Was ist ein C-Print? Ein chromogener Farbabzug. Das wäre wahrscheinlich das, was man in einem Thesaurus über fotografische Begriffe finden würde oder was man vielleicht auch in eine Datenbank eintragen würde. Ein chromogener Farbabzug ist eine ganz spezielle Art, Farbfotografien herzustellen, indem die Farben, die in dem Papier drin sind, während der Entwicklung entstehen. Und das Interessante dabei ist, dass man für diese chromogenen Farbabzüge oder im Prinzip auch für andere farbfotografische Verfahren die Lichtempfindlichkeit der Silbersalze benutzt. Die haben Sie quasi, wenn Sie das unbelichtete Material haben, haben Sie sowohl diese Silbersalze als auch Vorstufen von den Farbstoffen in Ihrem fotografischen Material. Und dann wird das Material belichtet und die Silbersalze haben Einfluss auf die Entstehung der Farben.
Es sind in diese Papiere die sogenannten Farbkuppler eingelagert und die werden dann zu Farbstoffen in der fotografischen Entwicklung umgewandelt. Und das metallische Silber, was da drin vorhanden ist, oder das Silber, was noch da ist, das wird in einem weiteren Verarbeitungsschritt wieder aus den Abzügen entfernt, sodass Sie bei diesen Farbfotografien eben tatsächlich ein reines Farbstoffbild haben. Und die wahnsinnige Technik ist, dass diese Farbstoffbilder als ganz, ganz dünne Schichten übereinander liegen. Und das sehen Sie hier oben auch wieder. Hier haben Sie nur diese paar Schichten, sind eben diese Farbschichten, die die Farbfotografie bilden. Im Übrigen Cyan, Magenta und Yellow. Also genau die Farben, die subtraktive Farbmischung, genau die Farben, mit denen später auch oder mit denen auch gedruckt wird. Und empfindlich sind diese Materialien natürlich für die additive Farbmischung, für die Lichtfarben. Also es entsteht in diesen Farbschichten genau die konträre Farbe. Ja, auch diese C-Prints können natürlich ganz normal analog belichtet werden. Viele von Ihnen kennen diese C-Prints wahrscheinlich tatsächlich als Materialien, auch wie man sie für Familienbilder verwendet hat. Die haben so was Kunststoffartiges. Und das kommt daher, dass die eben von der Rückseite nochmal mit Kunststoff beschichtet sind und auch in der Zwischenschicht sich ein Kunststoff befindet. Also dieses PE-Papier, das ist das Polyethylenpapier, das ist diese Kunststoffbeschichtung. Und es hat aber tatsächlich auch vor 1970, als dieses PE eingeführt wurde, hat es tatsächlich auch Farbfotografien auf Baryt-Papier gegeben, die dann eben vom Aussehen her, von der Oberfläche her ganz, ganz ähnlich sind wie die Schwarz-Weiß-Fotografien. Ja, und dann kommt ein ganz großer Schritt, dann kommt die digitale Revolution. Also wirklich, es ist nicht nur eine digitale Wandlung, es ist ja wirklich eine Revolution in dem Sinne, dass wirklich alle Materialien und alle Dinge sich so verändert haben, indem man diese digitalen Speichermedien eingeführt hat, indem die Bildsensoren eben tatsächlich nicht mehr chemisch aufgezeichnet haben, sondern eben jetzt tatsächlich elektronisch aufgezeichnet haben. Und diese verbauten Teile, dies hier ist so ein Sensor, der eben in so einer Kamera, in einer Digitalkamera vorkommt, die haben fast vollständig die analoge Fotografie verdrängt. Und das wird sicherlich auch so weitergehen. Wobei es gibt immer wieder noch so kleine Nischen und da gehört sicherlich auch die Schwarz-Weiß-Fotografie, die analoge Schwarz-Weiß-Fotografie dazu. Und ich muss gestehen, ich habe mir gerade vor kurzem eine analoge Kamera gekauft, weil ich das einfach immer noch wahnsinnig spannend finde. Und das ist auch so, es ist auch ein bisschen Nostalgie natürlich, aber man kann damit noch richtig gut fotografieren. Und solange es noch die Filme gibt, kann man das natürlich auch noch ganz gut machen. Und es ist einfach ein ganz anderes Fotografieren mit einer analogen Technik als mit so einer digitalen Technik. Wir haben also den Aufzeichnungsmodus von analog, sind wir zu digital gewechselt und diesen Magic Moment, den gibt es jetzt eben nicht mehr. Diese Negative entstehen nicht mehr auf Filmmaterial. Stattdessen werden Bildsensoren verwendet, die das Licht durch Strahlungsdetektoren in digitale Signale umwandeln. Das heißt, es existiert kein physisches Negativ mehr. Es gibt keine Negative mehr. Und die Aufnahmen werden sofort als positive virtuelle Bildinformation sichtbar. Also, und das ist ja auch eine unglaubliche Schnelligkeit, die da Einzug gehalten hat, eine Art Zeitraffer geradezu.
Ja, das lässt sich überhaupt nicht mit dieser analogen Fotografie vergleichen. Es hat natürlich durchaus auch seine Vorteile. Das ist ja ganz klar. Aber es ist einfach ein Riesensprung. Es ist eine völlig andere Art, mit Bildern umzugehen. Noch dazu, weil man natürlich diese Materialien, diese Daten auch ganz anders sichtbar machen kann. Und das ist dann natürlich, es gibt auch Vorteile, es gibt natürlich auch wunderbare Möglichkeiten, diese digitale Fotografien oder digitale Fotografie zu nutzen. Und diese digitalen Daten können natürlich einmal sichtbar gemacht werden, indem man tatsächlich sie auf Fotopapier ausbelichtet, also doch wieder auf diesen nasschemischen Prozess zurückgeht. Man kann Ausdrucke auf unterschiedlichen Trägermaterialien machen, da komme ich jetzt gleich nochmal dazu. Und man kann natürlich auch solche digitalen Bilder auf dem Monitor visualisieren. Das sehen Sie ja in der Ausstellung auch, dass man diesen Schritt auch hin zu Filmen machen kann, dass man da einfach mit der Fotografie auch dem Film sich nähert, indem man auch Bewegung reinsetzen kann. Und aber das Interessante ist, wenn Sie sich diese Arbeiten Shanghai beispielsweise von den Frauen angucken, die zu Ihnen sprechen, es trennt sich in diesem Moment, dass dieses Aufzeichnungsmedium, die digitalen Daten von dem Medium, wie es dargestellt wird. Und das, finde ich, ist auch nochmal ein ganz entscheidender Schritt. Also es sind auf einmal zwei Paar Schuhe. Sie haben einmal die digitalen Daten und das andere Mal dieses Medium. Und bei der analogen Fotografie ist es eben wirklich ist es einfach zusammengewachsen. Man konnte es nicht voneinander trennen. Und da stellt sich natürlich im künstlerischen Bereich auch immer die Frage, was ist jetzt das Original? Wo ist das Original? Sind das jetzt diese virtuellen Daten, die man da irgendwo rumfliegen hat? Oder was ist es? Das ist natürlich jetzt eine Diskussion, die wir, glaube ich, heute vielleicht mal ganz kurz anreißen können, aber niemals zu Ende bringen können. Aber diese Frage stellt sich natürlich und es stellt sich da auch noch die Frage, was bleibt von diesen Negativen? Oder ja, es gibt ja keine Negative mehr. Also es gibt auch nicht mehr diese Erkenntnis, dass überdies auch der historische Bildkörper altert und deutungsrelevante Spuren im Sinne einer Social Biography mit sich führt. Franziska Kunze, opake Fotografien, vielen Dank. Das ist genau der Punkt. Es gibt diese Objekte nicht mehr und denen ist dieser Gebrauch, diese Gebrauchsspuren sind diesem Objekt einfach nicht mehr eingeschrieben. Jedenfalls nicht bei Negativen, bei Fotografien, bei Abzügen vielleicht noch eher, aber für Negative ist das irgendwie vorbei. Jetzt möchte ich Ihnen, das wäre jetzt noch die Seite der Aufnahmetechnik und bei der Wiedergabe haben wir natürlich jetzt genauso Veränderungen, große Veränderungen. Ich hatte eben schon gesagt, man kann ausbelichten, das wäre dann sozusagen noch der chemische Prozess. Und jetzt kommen wir aber zu dem anderen Verfahren, Druckverfahren, die damit einhergegangen sind, seit den 2000er Jahren oder auch schon ein bisschen früher. Und da möchte ich Ihnen jetzt nur ein Druckverfahren vorstellen, den Tintenstrahldruck, wo sich einfach auch das Verfahren jetzt so wandelt, dass man nicht mehr ein chemisches Verfahren hat, sondern ein physikalisches Verfahren. Ein Tintenstrahldruck, ein berührungsloses Druckverfahren, bei dem eben diese einzelnen Rasterpunkte, diese einzelnen Farbtropfen auf das Papier aufgesetzt werden. Und das ist ja was komplett anderes, als wenn man eine Fotografie hat. Dieses hier ist, um das mal ganz lapidar zu sagen, Farbe auf Papier. Und das andere, das fotografische Verfahren sind eben viel, viel mehr, weil da diese Silberpartikel oder die Farbstoffe eben in dieses Material, in dieses Papier mit eingebracht sind.
Also, ja, und Sie sehen das, dem Abzug oder der Aufnahme, dem Bild, Sie sehen es Ihnen ja nicht an. Also die Tintenstrahldrucke, die sind natürlich inzwischen von der Qualität her mindestens genauso gut wie analoge oder nasschemische Prozesse. Sie haben sich wahrscheinlich schon in der Ausstellung davon überzeugt. Also Sie sehen hier das Bild, ein sogenannter Archival Pigment Print, und hier eben nochmal eine Mikroskopaufnahme dazu, und Sie sehen hier ganz deutlich die einzelnen Punkte. Hier haben wir schwarz natürlich, hier haben wir Magenta, hier dann gelb und irgendwo haben wir auch noch Cyan, also Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz, CMYK, sowohl in dem Digitaldruck wie natürlich auch in den historischen Druckverfahren wie ein Offsetdruck oder so, haben wir natürlich eben genau diese Farben. Der Unterschied hier eben, wir setzen wirklich nur die Farbtropfen auf das Papier und das Papier hat keinen Kontakt zu einer Druckform. Also man hat es getrennt. Und zu diesen Non-Impact-Druckverfahren würden beispielsweise auch Laserdrucker gehören oder eben auch Thermodrucker, indem man Thermosublimationsdrucke herstellt und so weiter. Auch hier gibt es natürlich wieder einen Querschnitt, wo der Querschnitt im Prinzip nicht viel anders aussieht als der von fotografischen Materialien. Man hat auch hier wieder diesen großen Teil an Papierträger. Dann hat man hier, kann man haben, eine Baryt-Schicht. Das ist jetzt tatsächlich ein Querschnitt von so einem Archival Pigment Print, ein Hahnemühle-Papier, was tatsächlich hier so eine Baryt-Schicht hat. Und dann hier oben das, was bei der herkömmlichen Fotografie eben diese lichtempfindliche Schicht war, das ist jetzt die Schicht, die die Farbstoffe oder die Farbmittel empfangen kann. Und da gibt es dann unglaublich viele Varianten. Man kann farbstoffbasierte Tinten nehmen, man kann pigmentierte Tinten nehmen, man kann die unterschiedlichsten Trägermaterialien nehmen, man kann in dem Falle eben auch Oberflächen total verändern. Man hat also eine wahnsinnige Breite an Materialien, die man verwenden kann. Und dieser Begriff Archival Pigment Print, der leitet sich jetzt daraus ab, dass eben für das Bedrucken von diesem Papier pigmentierte Tinten benutzt werden und besonders haltbare Trägermaterialien. Ich sagte eben schon Hahnemühle, eine Firma, die sich da sehr stark engagiert hat. Und diese beiden Kombinationen, die Pigmenttinte und diese Papiere, die werden ja teilweise auch als Feinartpapiere bezeichnet. Da kann man ein bisschen drüber streiten, es ist ein sehr allgemeiner Begriff, sagt aber im Prinzip nichts Spezielles. Diese Papiere sind besonders haltbar und das macht diese Drucke oder diese Tintenstrahldrucke, Abzüge kann man nicht sagen. Abzug ist eigentlich dem nasschemischen Verfahren vorbehalten, diese Drucke extrem haltbar, lichtbeständig. Und es gibt ein Institut in den USA, Henry Willem Research, der sich seit Jahrzehnten mit der Haltbarkeit von farbfotografischen Materialien und natürlich auch schon seit längerem mit Digitaldrucken beschäftigt. Und der macht forcierte Alterungstests mit verschiedenen Materialien, mit Farbmaterialien, mit Digitaldrucken und hat dabei festgestellt, dass Farbfotografien auch auf neueren Papieren eine Haltbarkeit, eine Lichtbeständigkeit von so 40, 50 Jahren haben und dass man bei einer guten Kombination von Papier und Pigmenttinten durchaus auf eine Haltbarkeit von über 100 Jahren bekommt. Also das ist natürlich durchaus ein Vorteil von diesen Materialien. Nichtsdestotrotz müssen wir uns über die Vergänglichkeit der Farbfotografien unterhalten, noch kurz. Vor allen Dingen über die homogenen Farbmaterialien.
weil die sind eigentlich die, die am instabilsten sind. Und man kann erleben in einem Menschenleben, wie sich die Farben verändern. Das sehen Sie hier. Sie sehen hier am Rand noch so ein bisschen so eine Idee, wie das Foto vielleicht mal ausgesehen hat. Das Bild wird durch Licht, entsteht durch Licht und wird natürlich durch Licht auch wieder zerstört. Also wenn Sie dieses, das Foto war, hatte wahrscheinlich ein Passepartout. Das ist hier dieser dunkle Teil, der war abgedeckt. Und der Rest des Fotos ist einfach komplett ausgeblichen. Und das Problem bei diesem Ausbleichen von diesen Farbfotografien, bei den homogenen Farbfotografien, ist das, dass die Farbstoffe, die da drin sind, nicht gleichzeitig oder gleichmäßig ausbleichen, sondern dass ganz häufig diese Farbfotografien einen Farbstich kriegen. Kennen Sie vielleicht von Ihren Familienfotos auch. Es hat entweder einen Rotstich oder so einen Blau-Grün-Stich, je nachdem, ob Sie es in der Schublade hatten oder ob Sie es im Licht hängen hatten. Also es verändert sich in jedem Falle. Und das macht natürlich nicht vor Familienbildern halt und es macht aber auch nicht vor künstlerischer Farbfotografie halt. Und das ist ja auch ein riesengroßes Thema. Was macht man mit verblichenen Farbfotografien? Stellt man einfach neues Foto her? Kann man das überhaupt, ein neues Foto herstellen, wenn es die Materialien nicht mehr gibt? Welche Wichtigkeit hat diese Materialität von den Fotografien? Wenn man eine Fotografie herstellt oder hat, die auf einem normalen Farbmaterial hergestellt ist und dieses Material gibt es nicht mehr und man stellt sie dann jetzt auf als Tintenstrahldruck her, ist es noch die gleiche Fotografie? Ist es noch das gleiche Werk? Was macht den Unterschied aus? Wie geht man damit um? Wie kann man damit umgehen? Und das ist eine Frage, mit der sich viele Museen einfach beschäftigen müssen, weil sie ganz viele Fotografien haben, die genau dieses Phänomen aufweisen. Und man kann, das habe ich jetzt natürlich vergessen zu sagen, diese Veränderung der Farbe, man kann sie eben nicht restaurieren. Wenn die Farbe weg ist, ist sie weg. Da geht gar nichts mehr. Sie sehen hier nochmal, hier unter UV-Strahlung, hier unten auch nochmal so einen sogenannten Lichtrand. Diese ganzen Fotografien sind alle mit optischen Aufhellern ausgestattet, die nochmal das Bild weiß, nochmal weißer erscheinen lassen. Und diese optischen Aufheller, die werden irgendwann auch verbraucht und in den Bereichen, wo das Foto belichtet ist, beleuchtet wird, verbrauchen sich diese optischen Aufheller und hier unten, da sind sie noch sichtbar und die sind eben unter UV-Strahlung sichtbar. Das ist dieses sogenannte Blacklight-Testing, mit dem man feststellen kann, wie viele optische Aufheller in so einem Papier drin sind oder ob überhaupt welche drin sind, die zum Teil eben auch zu einer schnelleren forcierten Alterung führen können. Also die Überlegung dazu ist, was gibt es dann an haltbaren Materialien? Was kann man denn nehmen an fotografischen Materialien, das nicht diese Vergänglichkeit aufweist wie diese Farbfotografien? Also es sind speziell eben diese C-Prints. Es gibt noch andere farbfotografische Verfahren, die wesentlich stabiler sind. Beispielsweise dieses sogenannte Zibachrom-Material, ein wunderbares, sehr farbintensives Material, was aber leider schon lange nicht mehr hergestellt wird. Es gibt ein paar Verfahren, wenn man bei historischen Verfahren oder bei fotografischen Verfahren bleiben will, im Sinne, dass das Material irgendwann mal lichtempfindlich gewesen ist. Und da möchte ich Ihnen dieses Verfahren noch vorstellen. Das sind Pigmentdrucke. Kein Archive Pigment Print, sondern Pigmentdrucke, historische Pigmentdrucke. Dieses hier, ein Musterdrucke von der Firma Hampfstengel hier in München nach einem Gemälde der schönen Münchnerin von Josef Karl Stieler. Und dieses Verfahren ist relativ stabil, weil es eben ganz andere Pigmente verwendet, als eben in diesen farbfotografischen Verfahren verwendet werden können.
Und Sie haben vielleicht auch schon eine Idee, was man aus diesen drei Farben hier unten wieder zusammenbauen kann. Wenn man die Schichten übereinander legt, kann man daraus natürlich auch wieder haltbare Farbfotografien herstellen. Das Verfahren ist relativ aufwendig. Das zeige ich Ihnen jetzt hier nochmal. Sie haben hier eben dieses sogenannte Pigmentpapier. Das Pigmentpapier besteht aus einem Trägermaterial, Papier, und dann hier oben drauf hier eine unbelichtete Gelatine. Und diese unbelichtete Gelatine, die wird auch wieder mit Chemikalien versetzt, nämlich sogenannten Bichromatsalzen. Und diese Bichromatsalze, die führen dazu, dass die Gelatine, wenn sie belichtet wird, verhärtet. Die wird so vernetzt, dass sie ganz hart wird und nicht mehr wasserlöslich ist. Und wenn man solche Pigmentpapiere unter einem Negativ belichtet, dann wird diese Gelatine entsprechend dem Negativ, den Tonwertabstufungen, gehärtet oder weniger gehärtet. Das sehen Sie dann hier. Hier ist diese belichtete Gelatine und hier ist die unbelichtete Gelatine. Und nach dieser Belichtung wird dieses Pigmentpapier eingeweicht in einem Wasserbad und dann wird ein Übertragungspapier hier oben drauf geklebt quasi. Sie kennen Gelatine alle als Tortenguss. Es ist irgendwie so ein bisschen klebrig und wenn es feucht wird und wenn Sie da jetzt Papier draufkleben, dann bleibt es tatsächlich da drauf kleben. Und hier ist die Klebkraft nicht mehr ganz so groß an dieser unbelichteten Gelatine. Die wird einfach rausgewaschen, weil sie noch wasserlöslich ist. Und nach dieser Übertragung haben Sie dann tatsächlich ein Bild, was aus einem Gelatine-Relief besteht, auf diesem Übertragungspapier. Und wenn Sie diese Gelatine jetzt noch mit irgendeinem Pigment einfärben, so wie wir das eben hier gesehen haben, dann kriegen Sie ein farbiges Gelatine-Relief, was quasi ein Bild wiedergibt. Und das sieht man hier nochmal ganz gut. Auf der linken Seite, in diesen dunklen Partien, da gibt es ganz, ganz viel Gelatine. Also da ist die ganze Gelatine gehärtet und hat dadurch auch einen etwas anderen Glanz. Und hier in den hellen Partien, hier auf der Stirn und hier auf der Nase, da ist so gut wie gar keine Gelatine mehr da, weil die nicht gehärtet wurde. Und die wird ausgewaschen und dann kann man da die Papierfasern von dem Trägermaterial erkennen. Also das Ganze hat ein Relief an der Oberfläche. Das fragen Sie sich wahrscheinlich, warum erzählt die uns das alles? Es gibt eine einzige Aufnahme in der Ausstellung, die genau nach diesem Verfahren hergestellt ist. Und darüber habe ich mich mit Erwin Olaf eben auch unterhalten. Und das ist eben ein Kohledruck oder Carbon Print, in dem Falle als Kohledruck bezeichnet, weil als Pigment eben Ruß, also Kohle, verwendet wird. Ein extrem stabiles Verfahren. Und wenn Sie sich diese Aufnahme so ein bisschen von der Seite angucken, wenn Sie so ein bisschen Gymnastik vor dem Bild machen, dann können Sie genau dieses Relief auch erkennen, was ich Ihnen eben beschrieben habe und was man hier auf der vorherigen Folie sehen konnte. Also dieses hier als Alternative sozusagen zu dem Archival Pigment Print, der historische Pigmentdruck, der von der Herstellung wahnsinnig aufwendig ist, aber eben ein wahnsinnig schönes Verfahren ist, wahnsinnig tonwertreich und auch eben einen ganz besonderen Glanz an der Oberfläche hat. Ja, und damit bin ich am Ende. Und die Inspiration für den Titel des Vortrages, die kam eben von Edwin Land. Das Wundervolle an der Fotografie ist ja gerade, dass ihr Inneres wissenschaftlich und ihr Äußeres ästhetisch ist. Vielen Dank.